Willkommen, liebe Freunde, bei Modellpilot.eu, heute in Räumlichkeiten bei Beatronic. Ich bin selbst Nutzer des Bad 64 begeisterte und habe mir gerade den 3-Punkt-Schalter geholt. Ja. Aber jetzt erstmal zu eurem Thema. Ihr habt jetzt vor kurzem, stand hier in den Schlagzeilen. Genau. Und wir machen uns ja alle so ein bisschen Sorgen. Erzähl mal ein bisschen, das ist Ralf Hartmann, jeder kennt ihn. Und erzähl mal ein bisschen, was kommt da auf uns zu als Beatronic-User? Also erstmal über die Hintergründe. Wer es noch nicht gelesen hat, am 12.02. haben wir Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Bedeutet nichts anderes, als dass zu dem Zeitpunkt die Verbindlichkeiten, die wir hatten, höher waren als das, was uns zur Verfügung stand. So, Hintergrund ist sicherlich auch der Tod von dem Hauptinvestor und Mäzens von Beatronic, von dem Mustafa Kutsch, den wir auch hier im Hintergrund sehen. Der ist leider im Alter von 55 Jahren gestorben. Und das heißt, der Geschäftsführer zu der Zeit musste ganz einfach laut deutschem Recht den Antrag auf die Eröffnung stellen. So, das Geschäft geht allerdings weiter wie bisher. Natürlich kommt es zu einer gewissen Unsicherheit am Markt. Das ist völlig normal, würde mir genauso gehen als Nutzer. Wie es weitergeht, können wir momentan nicht sagen. Fakt ist, dass der Insolvenzverwalter natürlich nach anderen Investoren sucht. Wir haben Interessenten, die sich für Beatronic interessieren, sowohl aus der Branche als auch Externe, die Beatronic als Hobby schon nutzen und kennen. Okay. So, und diese Gespräche laufen gerade. Schön. Also der Insolvenzverwalter, also ich kenne das jetzt vom Bau, ihr wisst ja, dass ich ja auch Bausachverständiger bin. Die kümmern sich ja eigentlich gar nicht so richtig drum. Die sind eingesetzt und kümmern sich ja eigentlich auch kaum um die Philosophie des einzigen Unternehmens. Denen geht es nur darum, ihre Punkte durchzusetzen, Ende aus, kriegen ihr Geld daraus und sind dann wieder weg. Das ist ja so ähnlich wie Leichenflederei im Grunde genommen. Entschuldigung, dass ich das sage, aber das ist so die Erfahrung, die ich so mitgemacht habe. Aber ich hoffe ja nicht, dass ihr an so einen geraten seid. Wie ist denn das Gefühl so dahingehend? Weil wenn sich mehrere Investoren melden, ja gut, die müssen ja auch ein Konzept vorlegen. Könnt mir vorstellen, wenn es Konkurrenten gibt, die würden natürlich sich freuen, dass Beatronic einschläft, weil das ist ja ein super Produkt. Ja. Oder auch daraus etwas rausziehen und es zerschlagen und dann wieder selbst ihre eigenen Assets nach vorne zu tragen. Ja. Welche Gefahren können denn im Vorfeld erkannt werden oder auch von einem, sagen wir mal, in der Sache bestimmt nicht Firmeninsolvenzverwalter, das behaupte ich jetzt einfach mal, der die Sache mitträgt, mit Leib und Seele, so wie er es tut. Wie kann denn da die Gefahr eines Zerschlagens im Nachgang denn irgendwie verhindert werden? Es liegt natürlich an den Investoren, ganz klar. Das heißt, der Rechtsanwalt wurde eingesetzt vom Amtsgericht Cottbus. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich glaube auch nicht, dass er die Materie versteht, beziehungsweise da auch irgendwelche Berührungspunkte hat. Muss aber nicht schlimm sein. Nee, deshalb, dies sei mal dahingestellt. Was ich weiß und mitbekommen habe, ist, dass die Investoren, die sich jetzt interessieren, wirklich aufrichtig an der Weiterführung von Beatronic interessiert sind. Es sind bis jetzt noch keine, die mir genannt wurden oder die auch schon hier waren, die jetzt wirklich von irgendwelchen Konkurrenzunternehmen sind, ich sage das jetzt mal so, und wo man wirklich vermuten könnte, dass die Firma zerschlagen wollen. Also das ist uns bis jetzt noch nicht aufgefallen, sondern die Investoren, die jetzt da waren, sagen wirklich, wir wollen, einer von denen ganz besonders, wir wollen möglichst schnell, wir wollen die Firma Beatronic übernehmen, die Philosophie, das Einzigartige, was Beatronic im Modellbau bietet, wirklich weiterführen und den Kunden weltweit auch weiterhin zur Verfügung stellen. Ist ja edel, oder? Das kommt den Modellbauern sehr nahe, dieser Idealismus, der dahinter. Absolut. Und an der Stelle können wir uns auch nur bedanken, die ganzen Kunden, das Feedback, was wir weltweit bekommen. Beatronic ist eine Familie. Stefan, und das merkt man. Das merkt man auch jetzt wieder. Beatronic ist wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft, die weiß, was sie für ein Produkt haben, die weiß, was für Hightech dahinter steckt, was für eine Philosophie.
und die auch komplett hinter uns stehen. Also an der Stelle wirklich herzlichen Dank nochmal an alle, die uns auch jetzt unterstützen. Und wir werden natürlich alles dafür tun, dass es Veratronic weitergibt. Die Frage ist, wie geht es mit den Gesprächen weiter? Ja. Also es ist ja so, wenn ein Instrumentsverwalter eingeschaltet wird, das war ja jetzt eine Sicherungsmaßnahme. Genau, in der wir uns jetzt befinden. Ja, heißt es ja, dass noch liquide Mittel da sind, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Genau. Der Vertrieb, wie ich richtig verstanden habe, der läuft weiter, beziehungsweise auch der Verkauf? Der Verkauf läuft weiter, der Vertrieb läuft weiter. Wir haben Produkte hier, die verkauft werden, Empfänger und so weiter, wird alles verkauft. Ja. Also ein Income ist ja da. Und die Auslieferung ist ja auch nach wie vor gegeben zu den laufenden Aufträgen. Ja, zum Beispiel für die Sender und so ja, weiter. Ja. Ja, also da gibt es nämlich da auch meistens einen Zeitpunkt, wo auch wo es vertretbar ist, die Sache lange so aufrecht zu erhalten. Habt ihr da schon einen Zeitraum benannt gekriegt, wann dann absolut Schluss ist? Also wir wissen, dass die Sicherungsmaßnahme an sich, die läuft ja in Deutschland 3 Monate. Ja. Das heißt, da wären wir bei Anfang Mai. Genau, Ende April, Anfang Mai. Ja. Mhm. Und so wie ich das jetzt abschätzen kann, von den Investoren her, die wirklich Interesse gezeigt haben, die würden wirklich gerne so schnell wie möglich. Das hört sich ja gut an. Wie kann man sich das denn vorstellen? Das müssen die Investoren denn anbringen, um hier zu punkten sozusagen? Tja, und genau darauf kann ich dir keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Stefan, diese Gespräche führt der Insolvenzverwalter. Ja, genau. Ich weiß weder die Summen, die hier genannt werden, um die Firma zu übernehmen. Das entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Naja, gut, mir ging es ja eigentlich nur darum, das Gefühl zu vermitteln, jetzt an unsere, ja, das sind ja etliche Tausende, die sich das gleich noch anschauen werden. Ja. Dass ihr wirklich dabei seid, auch das nach vorne zu bringen. Und so wie ich das jetzt höre, ist es ja so, dass es ja aus der WEA-Familie Investoren gibt, die hier die Sache aufrechterhalten wollen. Genau, die das aufrechterhalten wollen, richtig. Gut. Wir testen auch die nächste Software schon wieder weiter. Schön. Da, wo die Gyros drin sind. Das läuft auch parallel, also das läuft alles wirklich weiter. Also morgen Abend haben wir wieder ein Online-Seminar. Übrigens, sehr gut, die letzten zwei dabei, habt ihr gut gemacht. Ja, auch das englische Seminar war ja auch super besucht von den Engländern, Amerikanern. Ja, überall. Australien, Italien, Engländer, ja, es ist toll. Ja, das macht ihr auch toll. Also, macht absolut Spaß. Erstmal lieben Dank. Ich wünsche euch viel, viel Glück, ganz persönlich, auch, dass ihr die Arbeit weiterführen könnt. Und ich gehe davon aus, dass das schon so ist. Also wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich auch was veröffentlichen können. Ja, das war. Veröffentlichen gerade was. Ja, ich meine Ergebnisse. Ja, okay. Wir sind ja ergebnisorientiert. Wir wollen ja auch unseren Piloten zeigen, dass das was passiert. Mhm. Und momentan können wir halt leider nicht zeigen, außer dass wir sagen, die Gespräche laufen, Interesse ist da. Aber wir wollen natürlich rausgehen und sagen, so, unterschrieben, der und der ist es, den und den Effekt haben wir dadurch und jetzt können wir weitermachen. Die Updates, können wir die noch in den nächsten Wochen erfahren? Das kann ich nicht sagen. Wird gerade getestet. Mhm. Ich weiß nicht, was da jetzt noch für kleine Änderungen zu machen sind. Aber das ist ja wieder kurz davor. Ich habe schon Stefan die mit leuchtenden Augen rumlaufen sehen. Der wird das schon durchgetestet. Ja. Also erstmal recht herzlichen Dank auch für das Positive, dass man so raushören kann, dass großes Interesse ja da ist aus der WEA-Familie. Und wir wissen ja, es wurde ja schon innerhalb der WEA-Familie ein großer Weg vor Mustafa Kotsch gegangen. Und vielleicht kann das dann auch da wieder weiterlaufen. Das wäre doch zu wünschen, oder? Absolut. Also die Idee von Veatronic ist nach wie vor einzigartig. Wir haben tolle Produkte. Es wäre schade, wenn so ein schönes Produkt wirklich vom Markt verschwinden würde. Daher drücken wir wirklich auch für Veatronic die Daumen, dass es weitergeht. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Und zum Schluss, Modellfliegen ist? Spitze. Genau. Lieben Dank. Sehr gerne.